in dem heutigen Video möchte ich dir sagen, was du sicherlich über die Katzentoilette noch nicht wusstest. Ja, jeder Katzenbesitzer kennt das Thema, kennt das Problem, dass das Geschäft mal daneben geht. Und das ist natürlich sowohl für die Katze als wie auch für uns Menschen ziemlich unangenehm. Ja, mein Name ist Andrea Schädel, ich bin Expertin für den Bereich Tierkommunikation und selbstverständlich auch Katzenmotiv und zwei ganz zuckersüßen Fellpopos. Ja, und auch ich habe das Problem, dass bei meinen Katzen es schon mal daneben gegangen ist. Und ich werde dir heute einen Tipp geben, was mit dem Aufstellen der Katzentoilette zu tun hat. Aber fangen wir gerne mal von vorne an. Unsere Fellnasen sind ja sehr, sehr eigen. Und ja, es gilt ein paar Sachen für uns Menschen einfach auch zu beachten. Ich denke, ihr wisst, dass pro Katze eine Katzentoilette mehr benötigt wird. Also sprich, hast du eine Katze, solltest du zwei Toiletten haben. Hast du zwei Katzen, wären drei Katzentoiletten empfehlenswert. Und so weiter. Was auch sehr wichtig ist, ist der Standort, wo stellst du die Katzentoilette hin? Und da komme ich dann später auch nochmal drauf, weil es natürlich nicht so einfach ist, die drei Katzentoiletten vielleicht großflächig zu verteilen, weil wir räumlich eingeschränkt sind. Jeder weiß auch, dass unsere Katze nicht jedes Katzenstreu gerne annimmt. Also ich bin mir sicher, du hast hier schon einige Streus ausprobiert und bist auf ein geeignetes Streu gekommen, was deine Katze annimmt und was ihr gefällt, was sie mag. Ja, und dann gilt es natürlich auch noch, welche Katzentoilette bevorzugt deine Katze? Eine offene, eine geschlossene? Und ja, meistens mögen die Tiere auch einen Ort, einen Platz, eine Stelle, wo sie ungestört sind. Also ihr seht und ihr wisst es sicherlich selber, es gibt viele Varianten, viele Möglichkeiten, auf die zu achten sind, um der Katze ihren Gang zum Katzenklo ja, so angenehm wie möglich zu machen. Und für uns Menschen natürlich so, ja, so viel Sauereien außenrum wie möglich auch zu vermeiden. Bei meinen Katzen ist es so, ich habe zwei Katzentoiletten nebeneinander stehen und wie sicherlich bei euch auch, meine scharren recht fleißig und sehr viel Katzenstreu gelingt nach außen und bin irgendwann auf die Idee gekommen, schieb doch die zwei Katzentoiletten mal zusammen. Ich habe eine große und daneben nochmal eine kleinere stehen und habe mir gedacht, ich schieb die einfach zusammen, um ja, zu vermeiden, dass so viel Katzenstreu nach außen gelangt. Hat nicht lange auf sich warten lassen und auf einmal ja, ging das Geschäft nicht mehr unbedingt immer in die Toilette, sondern auch mal auf den Rand von der Katzentoilette. Da habe ich mir natürlich einige Gedanken drüber gemacht, habe auch mal ein bisschen recherchiert und bin dann auf diesen Tipp gekommen, den du sicherlich vielleicht auch noch nicht kennst und der für dich neu ist. Wenn zwei Katzentoiletten zu nah aneinander stehen, erkennt die Katze es nicht, dass es zwei Toiletten sind, sondern die Katze geht davon aus, es ist eine Katzentoilette und diese zwei, die so nah aneinander stehen, gehören zusammen. Und aus diesem Grund ist das Geschäft auf dem Rand gelandet. Ich habe das natürlich sofort ausprobiert, umgesetzt, habe die Toiletten wieder auseinandergestellt, sodass, wenn die Katze von der einen in die andere Toilette gehen möchte, sie auf jeden Fall erst auf den Boden steigen muss. Also ich habe hier einen guten Abstand gelassen. Und ja, siehe da, das Problem war behoben. Und es ist kein Geschäft mehr auf dem Rand gelandet. Ja, vielleicht hat dir dieser Tipp jetzt auch weitergeholfen. Vielleicht hast du weitere Tipps, dann schreib sie gerne unter das Video in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir dein Feedback in die Kommentare gibst, mir ein Like gibst und ja, mir gerne auch hier in Facebook oder auf meinem YouTube-Kanal folgst, sodass du keine weiteren Tipps mehr verpasst. Ja, und jetzt wünsche ich dir und deinem Tier ganz, ganz viel Freude und Erfolg und dass alle Geschäfte dorthin gehen, wo sie hin sollen. Alles Liebe, deine Andrea.